Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ein Haushalt mit Kraft und Ausdauer, weil wir uns einerseits der Pandemie entgegenstemmen müssen, aber gleichzeitig eben auch die Zukunft unseres Landes für Jahrzehnte sichern müssen. Und wir können das alles gleichzeitig, weil Deutschland ein starkes und modernes Land ist. Und wir können es eben auch deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil wir gut vorgesorgt haben. Ohne die sozialdemokratische Handschrift, ohne Olaf Scholz wäre vieles davon nicht möglich. Mit seiner großen Erfahrung, Konzentration und dem Willen für Gerechtigkeit kann er unser Land durch die tiefen Umbrüche in den kommenden Jahren führen. Olaf Scholz ist der richtige Kanzler für Deutschland, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir nehmen Geld in die Hand für Solidarität und Sicherheit, weil eben die Menschen in dieser Pandemie Zuversicht brauchen. Und wenn ich manche Rede hier im Deutschen Bundestag höre und manches Verhalten, wollen Sie den Menschen die Zuversicht nicht geben. Aber wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen das, weil die Menschen brauchen Zuversicht in einer existenziellen Krise. Das ist der Motor für die Zukunft. Und auch deswegen nehmen wir zusätzlich Geld in die Hand für unsere Volkswirtschaft, weil die gleichzeitigen Herausforderungen, die der Digitalisierung und ein klimaschonender Umgang im Leben und in der Wirtschaftsleistung dieses Landes wird sein müssen. Beides können wir. Dafür wollen wir Kraft und Ausdauer zeigen. Und das schafft dieser Haushalt, meine Damen und Herren. Vieles in der Tat wird von der Pandemie überlagert. Und deswegen, Frau Bundeskanzlerin, Sie haben recht, dass Sie den letzten Teil Ihrer Rede genau für diese überzeugenden Worte gebraucht haben. Wir stehen nicht am Ende der Pandemie. Ob wir sozusagen einen Erfolg im nächsten Jahr haben, wissen wir alle nicht. Deswegen sind mahnende Worte richtig, aber wie gesagt, auf der anderen Seite eben auch Zuversicht geben. Und deswegen sage ich auch mit aller Überzeugung, es ist zuerst eine Gemeinschaftsleistung der letzten Monate gewesen. Die meisten Bürgerinnen und Bürger sind von den Regeln überzeugt. Sie halten sich persönlich daran. Sie mahnen in den Familien und sie fordern durchaus auch im öffentlichen Raum dazu auf, diese Regeln zu achten, weil sie eben helfen, nicht nur dem Einzelnen, sondern auch der Gesellschaft. Und zum Zweiten ist es der Staat, nicht die Rückkehr eines Staates, sondern wo er eben in der Krise zeigen kann, was er leistet. Aber es ist nicht irgendeine staatliche Ordnung. Es ist der Sozialstaat, meine Damen und Herren, auf den es ankommt, gebaut auf Generationen. Und die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind der Sachwalter dieses Sozialstaats, der so viel Zuversicht und letztlich auch Hoffnung gibt. Und zum anderen ist es eine demokratische Leistung. Demokratien in dieser Welt schaffen besser, mit der Pandemie fertig zu werden, als autoritäre Systeme oder eben Populisten. Autoritäre Systeme warten auf die Zentralen, und Populisten wollen das Virus nur mit Sprüchen bekämpfen. Beides funktioniert nicht, sondern nur demokratische Gesellschaften haben die Kraft und haben die Ausdauer, sich der Pandemie entgegenzustellen. Und es ist kein Zweifel. Von Anfang an haben wir nicht in Frage gestellt, dass Kritik geäußert werden kann, weil wir auch immer wieder neue Erkenntnisse erhalten. Und Kritik muss auch geübt werden im Umgang mit dieser Pandemie, weil er auf der einen Seite natürlich in diese Demokratie gehört, weil wir auch über Grenzen diskutieren müssen. Aber ich sage auf der anderen Seite auch alle die, die sich Sorgen machen und Kritik üben, Augen auf, klar darüber werden, mit wem man sich gemein macht. Und deswegen sage ich sehr deutlich, Scharlatane, Reichsbürger und Rechtsextreme dürfen nicht dazugehören. Und Scharlatane, Reichsbürger und Rechtsextreme gehören weder auf die Treppe des Reichstagsgebäudes noch in dieses Parlament, meine Damen und Herren.
Und wenn diese Bilder verunsichert haben, dann trifft es zumindest für uns, für mich auch, auf etwas anderes zu. Die Pandemie eignet sich nicht zur Selbstdarstellung. Die Situation ist zu ernst, meine Damen und Herren, für weiß-blaue Inszenierungen, für eine plumpe Bildersprache, für Kutschfahrten, für Operettenkabinette im Spiegelsaal. Bis heute frage ich mich, warum man sich für so etwas hergeben musste, meine Damen und Herren. Und deswegen sage ich auch, wir haben vieles auf den Weg gebracht, was auch in diesem Haushalt abgebildet wird, und es liegt noch viel vor uns. Und deswegen ist es richtig, dass immer die erste Priorität unser Gesundheitssystem sein muss. In diesem Herbst, in diesem Winter werden die Zahlen wahrscheinlich steigen. Und viele sozusagen der Infektionsverläufe werden wir auch nicht so einfach am Anfang unterscheiden können. Deswegen ist es richtig, dass der Bund einen Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst und die Unterstützung der Krankenhäuser beschließt. Deswegen ist es richtig, dass Liquiditätshilfen und der vereinfachte Zugang zur Grundsicherung gewährt wird. Es ist richtig, meine Damen und Herren, dass Überbrückungshilfen gegeben werden. Und ich bin auch der festen Überzeugung, hier werden wir auch noch weiteren Bedarf erkennen und müssen dort auch nachsteuern. Aber mit voller Zuversicht und auch mit vollem Stolz sage ich, es war richtig, in dieser Koalition, im Koalitionsausschuss über die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes zu kämpfen, zu streiten, weil das war nicht so klar gewesen allen in dieser Koalition. Und manchmal bin ich auch in diesem Raum irritiert über die Geringschätzung, was dieses Instrument für den Einzelnen, für die Familien, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bedeutet, meine Damen und Herren. Sie gehen zynisch mit dieser Frage um, weil das kann ich Ihnen nicht nehmen, Sie sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen können, dass am Abendbrottisch manche Menschen sitzen und am anderen Tag nicht wissen, ob ihr Arbeitsplatz erhalten werden kann. Und genau deswegen stellen wir doch, weil wir Zuversicht brauchen, auch das Kurzarbeitergeld zur Verfügung. Und wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten kämpfen um jeden Arbeitsplatz und insbesondere um die Zukunft unserer industriellen Basis. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, wir geben als Koalition den zuständigen Minister dafür gewaltige finanzielle Spielräume. Wir haben sie eröffnet, wir werden sie eröffnen, und wir wollen, dass diese jetzt auch genutzt werden, schnell genutzt werden. Und da meine ich insbesondere Kollege Altmaier, der, glaube ich, noch etwas wird leisten müssen, was wir ihm zur Verfügung gestellt haben, nämlich die Zukunft auch der industriellen Basis und der Wirtschaft voranzubringen, meine Damen und Herren. Und zum anderen, auch das sollten wir hier nicht verschweigen, elementar zur Bewältigung der Pandemie ist die Leistungsfähigkeit unserer Kommunen. Und deswegen haben wir einen Solidarpakt für die Kommunen beschlossen. Wir wollen die Ausfälle der Gewerbesteuer in diesem Jahr kompensieren und die Kosten für die Unterbringung von Seiten des Bundes zu fast 75% zu übernehmen, ist eine deutliche Entlastung für die Kommunen in dieser Krise. Aber strukturell wollen wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten mehr. Auf die Tagesordnung hier, aber auch auf die Tagesordnung der nächsten Jahre gehört weiterhin dazu, dass die Kommunen von ihren Altschulden befreit werden, weil das schafft ihnen die Luft zum Atmen für notwendige Leistungen, die sie ihren Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellen. Und ja, das gehört zur politischen Auseinandersetzung dazu. Sie haben es erwähnt, Herr Lindner, diese Krise kostet eine Menge Geld, weil wir mit Kraft und Ausdauer uns dagegen stemmen wollen. Und deswegen ist es richtig, dass wir 2026 mit der Tilgung beginnen wollen. Und ich glaube auch, das wird gelingen, weil nämlich die heutigen Maßnahmen die Voraussetzungen dafür schaffen, für Arbeit und Wachstum und damit eben auch in den nächsten Jahren wieder für mehr Steuereinnahmen sorgen werden. Aber dennoch, ich bin realistisch, das wird nicht ausreichen, und deswegen werden wir politisch streiten. Und warum sollen wir das nicht? Wer zukünftig mehr dazu beitragen kann. Und für uns ist klar, das sind nicht die Alleinerziehenden, das sind nicht die Geringverdiener, das sind nicht die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
Aber diejenigen, die mehr als genug haben, werden in dieser Krise stärker gebraucht. Das ist gerecht. Und ich bin sicher, dass viele das genauso sehen. Meine Damen und Herren, es ist kein Geheimnis. Es ist kein Geheimnis geblieben. Für einige in diesem Parlament hätte die Pandemie dafür herhalten sollen, andere Aufgaben nicht mehr anzugehen. Das ist kurzsichtig und insbesondere kurzsichtig deshalb, weil es um die Zukunft für Jahrzehnte und unseres Landes geht. Nicht die Pandemie alleine sind die Herausforderungen, sondern die Frage des Klimas und wie wir gleichzeitig die Arbeit letztlich in einer klimaschonenden Weise stärken können, dass auch zukünftige Generationen eine Zukunft in der Frage der Arbeitsplätze und letztlich auch einer leistungsfähigen Wirtschaft haben. Und deswegen, und es waren nur die Sozialdemokraten gewesen, die das auf dem Schirm hatten, müssen wir auch Strukturbrüche in diesem Land verhindern, weil dieser Weg steinig ist und weil er ohne einen starken Sozialstaat nicht gelingen wird. Und zum Zweiten ist es richtig, dass wir uns um die Arbeit von morgen kümmern. Natürlich zuerst die Gewerkschaften, natürlich zuerst die Unternehmen, aber der Staat muss Rahmenbedingungen setzen und insbesondere auch Leistungen bereithalten. Qualifizierung, moderne Produktionstechniken sind auch eine Frage der Zukunft für unser Land. Aber genauso gehört dazu, dass wir es geschafft haben, in diesem Jahr eben keine Almosen zu verteilen, weil das ist nicht das Selbstverständnis von uns Sozialdemokraten. Sozialdemokraten, wir haben die Grundrente geschaffen und sie schafft einen Rechtsanspruch. Keiner muss betteln gehen, sondern das ist in einem Rechtsstaat, in einem Sozialstaat notwendig und auch angemessen, meine Damen und Herren. Und zum anderen will ich auch daran erinnern, was auch die Lehren aus der Pandemie sind. Eben nicht nur finanzielle Leistungen, nicht nur ein Ordnungsrahmen, sondern insbesondere die Herstellung von Schutz und Rechten für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wenn Sie sich dafür interessieren, wissen Sie, dass die Betriebe, die Mitbestimmung haben, wo die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer manchmal besser den Betrieb kennen als die Unternehmer, eben besser durch diese Pandemie kommen, durch diese Krisen kommen. Und deswegen wollen wir auch die Mitbestimmungsrechte und den Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den nächsten Jahren in den Vordergrund stellen. Und deswegen war es richtig, auch wegen der Fleischindustrie und des Skandals, was wir dort erlebt haben und immer wieder auch schon vorher erlebt haben, die Werkverträge rechtlich und politisch anzugehen. Und plötzlich klappt's. Plötzlich wollen eben Arbeitgeber mit Tarifverträgen sich eben aus dieser Not befreien, die in der Situation der Fleischindustrie hätte schon viel früher erreicht werden müssen. Die Gewerkschaften haben damals die Hand ausgestreckt. Und erst jetzt, als ein handlungsfähiger Staat reagiert hat, ist es plötzlich offensichtlich möglich. Und das beweist doch, ein Sozialstaat kann diese Krise am besten angehen, meine Damen und Herren. Ja, es geht zuerst um unser Land, aber es geht um Deutschland. Und Deutschland wird es nur dann gut gehen, wenn es in Europa vorangeht. Deswegen, Frau Bundeskanzlerin, ist es richtig, dass ein neues Kapitel in der Europäischen Union aufgestellt wird. Die Europäische Union muss jetzt an ihren neuen Instrumenten wachsen. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass viele verstehen, insbesondere Bürgerinnen und Bürger, dass sie die Herausforderungen alleine nicht bestehen werden. Sie brauchen die Solidarität und insbesondere von den starken Staaten innerhalb der Europäischen Union. Und wem das nicht reicht, die Selbstbehauptung europäischer Staaten wird nur gelingen in einer unsicheren Welt, wenn wir es gemeinsam machen. Deswegen will ich auch mit aller Bescheidenheit daran erinnern, Frau Bundeskanzlerin, dass es nicht der Merkel-Macron-Plan war, der sozusagen der Europäischen Union einen neuen Schub gegeben hat, sondern es war die Aufforderung des Parteivorsitzenden Norbert Walter-Borjans und des Finanzministers Olaf Scholz, der im April die Wende in einer Diskussion gemacht hat. Und da können Sie gerne lachen. Sie, Herr Brinkhaus, waren der Erste, der gegen die gemeinschaftliche Kapitalbeschaffung gewettert hat
Und wir haben dafür plädiert. Und am Ende ist es in der Europäischen Union gelungen. Und unterstützen Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament diesen Paradigmenwechsel. Europa braucht es und Deutschland, meine Damen und Herren, auch. Und von daher gibt es auch die richtige Richtung. Ja, wir unterstützen die Vorschläge der Europäischen Kommission, die noch ausgestaltet werden muss in einer gemeinsamen Flüchtlings- und Asylpolitik. Und warum darf man das von hier vorne nicht sagen? Ich bin über Parteifreundinnen und Freunde in der Europäischen Union enttäuscht. Ich hätte mir große Unterstützung auch in der Solidarität der letzten Tage gewünscht. Ich sehe, dass einige nicken, auch bei der Fraktion der Grünen. Deswegen würde ich mich auch gerne mal an die Grünen wenden. Gibt es Ihnen nicht zu denken, was Ihre Parteifreunde in Österreich tun? Nicht nur, dass unser Nachbar vieles hintertreibt, das tun andere auch. Der von Ihren Parteifreunden getragene Regierungschef mischt sich plump in die deutsche Innenpolitik ein, er zündelt, und ich finde, das wäre mal ein Wort wert gewesen, meine Damen und Herren. Und zum anderen, wenn Sie schon nicht über Ihre Parteifreunde im europäischen Ausland reden wollen, dann sollten Sie über Ihr eigenes Tun nachdenken. Da, wo Sie Verantwortung ausüben, ist die Realität ganz einfach. Anfang des Jahres lehnen Sie eine bessere Duldung gut integrierter Asylsuchender ab. Sie stimmen mit Ihrem Koalitionspartner CDU und mit der AfD. Die größte Zahl von Abschiebungen findet heute aus Baden-Württemberg statt. Und in Sachsen lehnen Sie noch vor wenigen Tagen die Aufnahme weiterer 500 Flüchtlinge aus Griechenland ab. Auch das ist Realität. Ich mache Ihnen das nicht zum Vorwurf, aber ich finde, das Dilemma, was Sie haben, sollten Sie auch hier im Deutschen Bundestag erkennen. Sie stecken genauso da drin, und mancher moralische Zeigefinger sollte ein wenig gesenkt werden. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, wir alle machen uns große Sorgen über den Frieden in Europa und in der Welt. Wir erleben eine kriegerische Auseinandersetzung erneut zwischen Armenien und Aserbaidschan. Und Frau Bundeskanzlerin, Sie haben mit Sorge auf Griechenland und die Türkei verwiesen. Wir hatten es leider schon öfter, dass diese Länder aneinander geraten sind. Aber der Unterschied heute, und das wissen Sie besser als ich, ist, dass er durch europäische Länder weiter aufgeladen wird, dieser Konflikt. Deswegen ist der beste Weg, zu Verhandlungen zu kommen und die Befragung internationalen Rechts auch durchzuführen. Aber deswegen sage ich auch klar, wenn Sie eine kluge, vermittelnde Rolle einnehmen, dann würde ich Sie auch bitten, den französischen Staatspräsidenten mal zu fragen, ob es in dieser Situation richtig ist, dass neue Kampfflugzeuge nach Griechenland geliefert werden sollen oder eben auch Fregatten modernisiert werden, die aus deutscher Produktion kommen. Beides, meine Damen und Herren, passt nicht zusammen. Mut gehört in der internationalen Politik auch dazu. Und ja, der versuchte Mordanschlag auf Alexei Nawalny war verstörend und er bedarf in der Tat gemeinsamer Reaktion. Deswegen war der Weg, den die Bundesregierung mit der Koalition genommen hat, nämlich genau die internationale Institution einzubeziehen, die auch eben diese Mechanismen hat, nämlich durch die Konvention zur Überprüfung des Verbots der Chemiewaffen, der richtige Weg. Und ich erhoffe mir davon auch ein gemeinsames Vorgehen. Und wir haben das um unser Selbstwillen auch getan, weil nationale Alleingänge in der internationalen Politik schon genügend stattfinden. Deswegen müssen wir die noch vorhandenen internationalen Organisationen suchen, um uns insbesondere nicht wie in den vergangenen Jahrzehnten zum Spielball ideologischer oder wirtschaftlicher Machtkämpfe, die manchmal auch auf unserem Boden ausgetragen werden, zu werden, meine Damen und Herren. Und das gilt gleichzeitig für den hegemonialen Kampf zwischen den USA und der Volksrepublik China. Ich sage sehr klar für die Sozialdemokratische Partei, an militärischen Eindämmungsstrategien werden wir uns nicht beteiligen. Und im Gegensatz zur Verteidigungsministerin sehe ich uns nicht im südchinesischen Meer, meine Damen und Herren. Die Volksrepublik China und die USA tragen derzeit gemeinsam zur Eskalation bei. Und deswegen ist es richtig, auf beide Seiten einzuwirken. Und deswegen auch an den Koalitionspartner. Ich glaube, die transatlantische Partnerschaft zu würdigen, wie Sie das vor einigen Wochen getan haben, ist richtig. Dann aber auf gleicher Augenhöhe
und mit allen Instrumenten. Sie konnten es nicht vorhersehen, als Sie diese Frage für sich aufgerufen haben, haben am anderen Tag die US-Regierungen Sanktionen gegen die Vorsitzende und weitere Mitarbeiter des Internationalen Strafgerichtshofs erlassen. Was für eine Wende in der internationalen Politik, wo das Völkerrecht zuerst zählen soll. Und deswegen sage ich für meine Partei, wir sind zuerst auf der Seite des Völkerrechts. Und wenn die USA zurückkehren will in den nächsten Monaten, gerne. Ansonsten werden wir dafür weiterhin streiten. Das Völkerrecht muss die Zielmarke der internationalen Politik sein. Meine Damen und Herren, den Wandel der Arbeit und der Wirtschaft zum Nutzen der Umwelt zu gestalten, das machen wir mit diesem Haushalt klar. Und gleichzeitig wollen wir zumindest einen gefährdeten Frieden weiterhin sichern. Das sind Herausforderungen, die für sozialdemokratische Antworten wie gemacht sind. Und deswegen treten wir heute dafür an, mit einem überzeugenden Haushalt und im kommenden Jahr mit aller Ausdauer und Überzeugung. Vielen Dank. Bleiben Sie gesund.